Es gibt sehr viele Melonentabake auf dem Markt und einer davon ist der Must-Have Melonade. Und genau den werden wir heute im Video mal einfach testen und euch präsentieren. Das Setup steht ja schon längst, der Kopf läuft auch schon. Wir rauchen erstmal auf der Hookah. Na, das Modell ist unbekannt aktuell für uns hier. Auf jeden Fall im Somo. Wie heißt der Kopf? Zum mal Kong Clay. Genau. Und gerade sind drinnen zwei C26. Black Kokos. Black Kokos, genau. Und genau. Zum Anfang gehen wir natürlich erstmal auf den Geruch an. Also gönnt sich jetzt erstmal jeder quasi ein Näschen. Richtig. Also da muss ich sagen, es riecht halt schon sehr intensiv, ist halt Dark Blend. Ist man, finde ich, vom Masterfall halt auch schon gewöhnt, dass es schon sehr Ja. intensiv riecht. Da muss ich halt wirklich sagen, auch wenn ich jetzt andere Tabake mal damit vergleichen würde, zum Beispiel einen Holster Watermelon Punch oder 7 Days Cold Pea. Cold Mellow meinst du Sorry, meine wahrscheinlich? ich ja. Da muss ich sagen, das riecht tatsächlich so schon ein bisschen ähnlich. Ist natürlich Wassermelone oder allgemein Melonentabak. Melone, ja. Genau. Es riecht ähnlich. Hier finde ich es tatsächlich ein bisschen intensiver. Man riecht aber halt, finde ich, wirklich diese. Hier, kannst du auch noch ein Näschen nehmen. Erde. Man riecht halt, finde ich, schon dieses Melonenaroma richtig raus. Also, Stimmt. was ist alles im Tabak drin? Honigmelone, Wassermelone? Ja. Limonade und Berberitzensirup. Ich Da habe. finde ich aber, riecht man die gar nicht so stark raus. Also, finde ich wirklich nicht so dieses Melonenaroma Das tatsächlich. Ding ist halt, ich weiß nicht, wie Berberitzensirup riechen sollte. Das ist das Ding. Ich weiß auch, Stimmt. glaube ich, nicht, wie es schmecken sollte. Das ist das andere Ding. Aber jetzt mal abgesehen davon, ich finde, es riecht einfach nach einer wirklich schönen, cleanen Melone. Ich sage extra Melone, weil ich finde, man riecht beides raus: Wassermelone und Honigmelone. So auf jeden Fall, ja. Was den Geschmack angeht, ist ein bisschen anders, aber kommen wir gleich noch drauf. So geruchstechnisch sagt er mir auf jeden Fall sehr, sehr zu. Also ich behaupte sogar, das ist so die intensivste Melone, die ich bisher gerochen habe. Ja, auf jeden Fall, ja. Ist aber nicht so, finde ich, wie jetzt beim Watermelon Punch. Würde ich sagen, es ist eher so eine spritzige Wassermelone, es ist eine frische. Und hier, finde ich, ist es wirklich eher eine süße. Also eine sehr, sehr süße Melone, die man rausriecht. Und ich finde sogar auch, raus schmeckt hier jetzt mal als Überleitung zum Geschmack. Ich finde, vorwiegend schmeckt man erstmal die Honigmelone raus. Ich finde, es ist ein sehr, sehr intensiver Honigmelonengeschmack. Und im Abgang, beziehungsweise der Geschmack, der so ein bisschen im Mundraum bleibt, da kommt die Wassermelone, finde ich, auch noch sehr, sehr gut Genau, raus. diese beiden anderen Aromen, die drin sind, muss ich das selber sagen, schmecken gar nicht raus. Ja, Vielleicht sind die finde ich einfach auch. nur als kleine Ergänzung mit drin, die den Tabak halt so ein bisschen unterstützen im Geschmack, man aber nicht direkt rausschmeckt. Das kennt man ja von anderen Tabakern auch. Zum Beispiel hier der Melonair von Genau, Hukain, da da war ist es ja ja auch auch so. ähnlich. Genau. Da finde ich, schmeckt man so diese Aromen halt wirklich nicht direkt raus, unterstützen halt einfach, aber finde ich halt nicht schlimm, weil so diesen puren Melonengeschmack, den mag ich halt schon sehr. Ja, Und same. deswegen sagt er mir halt auch schon direkt halt zu. Allein im Also, Geruch und im Geschmack. Was ihr nur wissen solltet, wenn ihr euch überlegt, den Tabak zu holen, es ist nicht nur im Geruch so, was das Spritzige bzw. Frische angeht. Ich finde, das ist auch im Geschmack so. Es ist auf jeden Fall ein süßer Flavor. Das auf jeden Fall, ja. Ich bin auch der Meinung, dass man das overall über Must-Have mittlerweile sagen kann. Ich habe jetzt schon einige ausprobiert. Also das halbe Sortiment von denen habe ich eben ungefähr ausprobiert und die sind alle sehr, sehr süß. Vor allem, wenn man mal den Pinkman hier als Vergleich ranzieht, der ist, was Süße zum Beispiel angeht, einfach next level, was das Auf jeden angeht, Fall. over. Auf jeden Fall. Aber in dem Fall auf jeden Fall gar nicht negativ gemeint. Also ich finde es sogar sehr, sehr ansprechend, dass der süß ist, weil man dadurch, ich finde die Birdie-Note, du nimmst sie nicht raus dadurch, aber sie tritt so ein bisschen in den Hintergrund, finde ich, und dadurch kommt die Melone noch intensiver raus. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr intensiver Flavor. Genau, man kennt es ja hier von dem Dark Side, dem Ratchet M. Genau, Ist ja da ist es genau umgekehrt. ist ja Honigmelone. Ja. Genau. Da schmeckt man, finde ich, du hast ja die Base-Variante gehabt. Da schmeckt man halt dieses Burning extrem raus. Ist in dem Fall wirklich nur so minimal. Finde ich aber Leicht, halt ne? auch sehr gut. Also man merkt halt schon den Dark Blend. Man schmeckt es aber jetzt nicht so direkt hundertprozentig raus. Logisch ist es stärker, aber so diese Burning-Note kommt halt nicht so komplett durch. Und jetzt mal auch ein kleiner Übergang zu dem Schnitt. Ist halt Must-Have. Ist in diese
ich sag mal, Körner. Also jetzt nicht so Tabakblätter, wie man es halt vermutet. Ja, das ist eine richtige Masse halt einfach. Eine Masse, genau. Deswegen kann man halt auch gut bauen. In dem Fall haben wir, oder hat der Lars, den auf Abstand oder leichten Doppelkontakt gebaut. Eben auch angedrückt, dass halt das Nikotin nicht so extrem durchkommt. Dementsprechend ist halt auch der Durchzug, ich sag mal, ein bisschen härter. Aber finde ich halt nicht schlimm, weil man kann echt richtig angenehm rauchen. Und ist man halt eben so vom Must-Have gewöhnt, eben diese Masse kann man halt echt schön bauen. Also ich kenne es ja von Virginia-Tabakken, wenn die mal ein bisschen gröber sind, da ist halt echt schwer zu bauen tatsächlich. Ich habe ja selber den Pinkman und es lässt sich halt so smooth bauen einfach. Ja, also ich finde tatsächlich auch mittlerweile, wenn ich mich für ein Tabak, was es den Schnitt angeht, entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich zu Must-Have greifen. Das ist für mich so der cleanste Schnitt, den man haben kann. Auf jeden Fall. Vor allem auch keine Äste halt, ne? Da gar muss nicht. Ich sagen, beim Pinkman habe ich schon so ein, zwei Äste mal drin gehabt, schon so größere tatsächlich. Aber die habe ich halt natürlich nicht mit reingebaut. Die habe ich halt einfach wieder weggelegt, so. Das kann halt natürlich vorkommen. Es kommt wie Charge an. Manche haben vielleicht gar keine Äste drin. Manche halt ein paar mehr, wie bei mir zum Beispiel. Kann natürlich passieren, ne? Ist aber nicht ungewöhnliches, ja. Ja, richtig. Ist ja bei Virginia auch das Gleiche. Also finde ich jetzt nicht schlimm. Kann man halt eben richtig schön bauen. Ansonsten eben, weil Passi ja meinte, beziehungsweise beide ja gerade gemeint, es ist eine Masse auf jeden Fall. Das heißt, wenn da nicht aufpasst, auch was das Andrücken angeht, könnt ihr den Durchzug sehr, sehr schnell verkacken. Deswegen Vorsicht an der Stelle. Ja. Und wenn euch interessiert, wie man den genau baut, dann schlage ich euch vor, das letzte Video anzuschauen. Genau, das blenden wir euch, warte, da oben rechts hier ein. Ja. Könnt ihr auf jeden Fall mal draufklicken und euch anschauen, genau. Das seht ihr nämlich 1:1, wie wir in dem Kopf mit dem Tabak das Ganze bauen. Und der Durchzug ist natürlich schwerer, als wenn man es jetzt quasi fluffig gebaut hätte, aber immer noch passend auf jeden Fall. Genau, also ich finde so beim Andrücken, ich mache das halt schon, ich drücke ein bisschen fester an, aber halt nicht so fest, dass es halt komplett dicht ist. Schon, dass so ein leichter Durchzug eben da ist, ist ja logisch. Aber Andrücken ist auf jeden Fall so. Mal ganz kurz noch auf die Rauchentwicklung. Kannst einfach mal ziehen und mal zeigen. Natürlich muss man jetzt hier sagen, wir haben so mehr Abstand und leichtes Knopfkontakt gebaut. Deswegen ist die Rauchentwicklung natürlich nicht so extrem, als wie man es von einem Funnel mit, ich sag mal, Vollkontakt oder gar Overpacking gewöhnt ist. Aber es geht auf jeden Fall voll klar. Ist halt echt sehr angenehm zu rauchen, ist auch nicht zu intensiv. Also man kann halt, ich sag mal so, wenn man einen Darkblend auf Vollkontakt baut, dann hat man halt schon manchmal so seine, ich sag mal, Zeiten, wo man irgendwie kaum ziehen kann, weil es halt so intensiv ist. Hier kann man wirklich durchgehend perfekt rauchen. Und ist immer noch besser als bei einem Kamin-Setup. Das auf jeden Fall, ja. Schön mit HMD noch, genau. So, und jetzt mal kurz aufs Rating. Also wir haben uns auf eine 8 von 10 geeinigt. Ich gehe mal kurz so auf meine Punkte ein, warum auch für mich eine 8 da auf jeden Fall angebracht ist, genau. Also Wassermelone kennt man halt schon so von vielen anderen Marken. In dem Fall ist es halt ein Dark Blend. Das ist auch mein erster Dark Blend, den ich halt mit Wassermelone geraucht habe. Und da halt erstmal ist es intensiver. Der Schnitt ist halt einfach wirklich perfekt. Man kann ihn halt so gut bauen. Genau, intensiv schmeckt er. Rauchentwicklung ist eigentlich schon gut da, finde ich. Und dementsprechend ist es für mich auch mal sowas Neues. Deswegen ist da für mich auf jeden Fall eine 8 von 10 angebracht. Da schließe ich mich dem auf jeden Fall nur an. Für mich ist es tatsächlich einer der besten Melonenflavor, die ich in der letzten Zeit geraucht habe, also übergreifend, ob jetzt Virginia oder Dark Blend, weil es für mich einfach ein bisschen was Außergewöhnliches ist, eben weniger spritzig, genau, ein bisschen süßer, genau. Dann noch mit dieser Dark Blend Birdie Note dazu und eben noch Limonade und Berberitzensirup, die da bestimmt auch noch den einen oder anderen Teil beitragen, den wir jetzt in dem Fall nicht rausschmecken. Vielleicht schmeckt ihr ihn ja raus. Es hat ja einen Grund, dass die mit drin sind. Genau. Die würden es ja nicht ohne Grund einfach mit reinpacken, ja. Ich könnte mir tatsächlich halt vorstellen, dass wenn es hier um Sirup geht, davon vor allem nochmal eine ordentlich süße Note dazu kommt. Das auf jeden Fall, ja. Na gut, würde ich sagen, haben soweit alle Punkte durch. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne ein Like und folgt uns auch gerne oder abonniert uns auch gerne, entweder hier auf YouTube oder auf Instagram oder auf Twitch, da machen wir auch aktiv Streams. Falls ihr den Melonade von Must-Have schon geraucht habt, schreibt gerne mal rein, wie ihr den findet. Würde ich sagen, sind wir raus. Haut rein.